Fedde, hast du schon mal etwas von der Geheimwaffe der Niederlande gehört? Eine Geheimwaffe? Tja, wir stehen gerade mittendrin. Diese Landschaft ist die Geheimwaffe. Hier? Dieser Ort? Wie kann denn eine Landschaft bitte eine Waffe sein? Pass mal auf, ich erkläre es dir. Wir Niederländer haben uns überlegt, dass man einen Feind aufhalten könnte, indem man das Land überflutet. Wasser gibt's ja genug in den Niederlanden. Man musste nur ein paar Deiche aufbrechen oder ein paar Schleusen öffnen und der Feind konnte nicht weiter vorrücken. Wir haben also das Land überflutet, um Feinde aufzuhalten. Genau. Man nennt es auch Inundierung. Das ist aber ein kompliziertes Wort. Dadurch wird eine Landschaft wie diese zu einer Wasserbarriere. Und in Gebieten, die nicht überflutet werden konnten oder in denen die Wasserbarriere zu schmal war, wurden Festungen errichtet, die mit Kanonen ausgestattet waren. So hat das Wasser den Feind aufgehalten. Ganz schön schlau. Tja, und den ganzen langen Landstrich mit Inundierungen und Festungen nennen wir die neue holländische Wasserlinie. Die Linie fing am IJsselmeer an. Weißt du, wie man das früher nannte? Die Zuiderzee. Ja, genau. Die Zuiderzee. Die Linie reichte im Süden bis zu den großen Flüssen. Eine ziemlich lange Linie. Man hat sie nicht wirklich sehen können. Es gab sie aber trotzdem. Und wenn der Feind dann weg war, pumpten Schöpfwerke und Wassermühlen das ganze Wasser einfach wieder ab. Was denkst du? Wie tief musste denn das Wasser sein, um einen Feind aufhalten zu können? So tief, dass du deinen Kopf nicht mehr über Wasser halten kannst. Ja, würde man zwar denken, aber knietief ist eigentlich schon tief genug. Das ist zu tief, um einfach mit Kanonen und Waffen hindurch zu waten und zu flach, um es mit Booten zu überqueren. Ein schmaler Streifen Wasser, nur ein paar Kilometer breit und das Land ist sicher. Ganz schön schlau, diese Geheimwaffe, oder? Oh, ich wünschte mir, ich könnte mir das anschauen. Tja, 1951 wurde die neue holländische Wasserlinie als militärische Verteidigungslinie stillgelegt. Aber wenn du ganz genau hinschaust, kannst du erkennen, dass diese Landschaft immer noch viele Geheimnisse birgt. Guck mal, siehst du die Schleuse? Für die Wasserlinie brauchte man viel Wasser. Aber sobald der Feind den Rückzug angetreten hatte, musste das Wasser auch wieder abgelassen werden. Mit dieser Schleuse, der Heukelumse Busemsluis, konnte man beides tun. Man konnte Wasser für Inundierungen einströmen lassen oder Wasser ablaufen lassen, um das Land wieder trocken zu legen. Ist das Wasser von selbst wieder abgelaufen, nachdem man die Schleuse geöffnet hat? Naja, von ganz alleine ging das nicht. Man brauchte 5 Mühlen, um das Wasser wieder abzupumpen. Später wurden die Mühlen gegen ein Dampfschöpfwerk ausgetauscht. Komm, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Dann können wir die Überreste des Dampfschöpfwerks sehen. Ich bin schneller als du. Ja.